Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen, hier zurück zu, ja, garantiert keine Weltraumvampire in Stellaris. Ja, ich habe mir das hier nochmal so ein bisschen angeschaut und mich auch nochmal so ein bisschen beraten lassen. Das, was wir, glaube ich, machen müssen, ist Folgendes. Wir müssen uns für die Fraktion öffnen. Das Problem ist bloß, es kostet einen Arsch voll an Punkten. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was jetzt hier quasi mit dieser Förderung hier einhergehen soll, weil diese Förderung scheint ohne das Öffnen der Fraktion nicht zu funktionieren. Also wir haben es ja beobachtet, ne? Da passiert nichts. Für mich ist halt einfach letzten Endes einfach die Frage im Raum, warum das hier so dargestellt wird, ne? Also bis jetzt war es halt echt so von den Leuten her, die ich gefragt habe, die ich auch persönlich für ziemliche Cracks in Stellaris halte, zumindest von dem her, wie sie immer wieder quasi alles mögliche wissen, was man sie fragt. Die konnten mir hier an der Stelle auch nicht wirklich weiterhelfen, weil sie sagen, habe ich eigentlich so gut wie nie benutzt. Und tatsächlich ist es auch so, man braucht das auch wirklich sehr, sehr selten, denn in der Regel änderst du normalerweise deine Ethiken nicht. Und wenn, dann eher zufällig, so wie ich. Aber wie dem auch sei, also das ist hier definitiv ein der Schwachpunkte im Spiel. Und wir müssen jetzt halt erstmal diese 500, also es ist eigentlich unfassbar teuer, 500 Einflusspunkte aufbringen, um uns für diese Fraktion zu öffnen. Und erst dann darf ich sie fördern. Ja, hätten wir uns alles mal schon ein bisschen früher hier holen können. Also vorausgesetzt, der Käse funktioniert dann auch tatsächlich so, wie jetzt hier gerade eben dargestellt. Parallel dazu kämpfen wir immer noch mit ein paar Problemen. Zum Bleistift mit unserer Flottenstärke, die ich nach wie vor immer noch für ein bisschen zu gering achte. Und deswegen jetzt hier mal meine Legierungen hier wieder ausgebe, um sie wieder hoch zu pumpen. Ja, wir könnten inzwischen schon mehr forschen, mit Betonung auf wir könnten. Aber mir fehlen halt immer noch die Pops, ne? Und obwohl ich schon eine ganze Menge Zivilindustrie jetzt hier gebaut habe, bleibt die Situation halt problematisch. Insgesamt muss ich ganz ehrlich sagen, umso mehr ich jetzt hier die Dinge spiele, also die Nekroiden, ich finde sie gehören zu den schwierigsten zu spielenden Fraktionen im ganzen Spiel. Ein Vultraum-Satellit, sehr, sehr schön. Weil es halt verdammt schwer ist, diese diese Spezialisten mit den einfachen, ja, also oder in dem Fall halt mit den Nekroiden und den Nicht-Nekroiden irgendwie alles abzugleichen. Wir können uns das gerade eben nochmal angucken über den Spezies. Na, wir haben jetzt hier schon verschiedenste Spezies. Hier 7 von denen, 79 natürlich von unseren eigenen. Ihr seht also, wir machen hier deutlich mehr Spezialisten als alles andere. Und es ist halt unglaublich wichtig, dass wir eigentlich hier eine Wachstumsbeschleunigung von den Kollegen hier hinbekommen. Aber auch die Rechte, die wir hier haben, sind alles andere als unwichtig. Also hier haben wir zum Beispiel wohnhafte Leute. Hier haben wir volle Staatsbürgerschaft. Hier haben wir auch nur wohnhaft, ne? Wenn du jetzt quasi andere Reiche spielst, dann wird die Sache noch ein bisschen kniffliger, wie ich in meinem Livestream schon gesehen habe. Also, innere Perfektion hat zwar theoretisch funktioniert, aber in der Praxis gab es hier und da Schwächen. Und insbesondere, wenn man fanatische Säuberer spielt, also das war der größte Unsinn, den ich gesehen habe, dann säubert ihr erstmal eure eigene Zweitspezies gleich am Anfang. Zwar über Nekrophagie. Also sie werden dann direkt umgewandelt in eure Hauptspezies, was aber massive Probleme mit sich bringt. Das muss ich mir nochmal genau im Detail angucken. Hab ich bis jetzt noch nicht machen können. So, jetzt wird ja endlich diese Sternbasis hier in Vultaumar gebaut. Dann kann ich hier nochmal ein paar sehr, sehr schöne Sachen hier abgreifen. Währenddessen ich hier mit Sorge beobachte, wie sich hier das eine oder andere entwickelt. Na also. Also wir bauen. Was? Wo? Die greifen ernsthaft an. Wo ist das? Okay, die haben eine Kampfkraft von 4000. Wir haben auch eine von knapp 4000. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir sogar gar nicht.
Oh, jetzt muss ich dann auch noch gegen diese Mistviecher antreten. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die Spaceborn Organics. Und was ist da jetzt passiert? Die haben das Ding jetzt hier kaputt geschossen, aber ansonsten machen sie nichts. Okay, ich behalte es anscheinend. Ist also nichts Schlimmes passiert, das war jetzt gerade irritierend. So, maximale Besatzungsgarnison plus 2, neues Gebäude, Schreckenslager ist nun möglich. Und ja, aristokratische Elite wurde sich mehrfach gewünscht. Zwar immer wieder vom selben, aber wir arbeiten daran. Erstmal muss ich den anderen Scheiß in den Griff bekommen, was hoffentlich nachvollziehbar ist. So, jetzt erhöhen wir mal die Geschwindigkeit. Wie lange bist eigentlich du hier noch beschäftigt? So, jetzt können wir endlich hier diese ganzen Bergbaustationen und dann hier die Forschungsstation machen. Du machst jetzt hier schon mal dann die archäologische Stätte und hier machen wir jetzt mehr Energy Credits. Der Disruptor lockt mich an. Ich mag es, meine kleinen Fighter mit Disruptoren auszustatten. Ich finde Disruptoren cool. Ja, hier fliegt der Käse jetzt auch wieder durch. Ich sehe da Probleme auf uns zukommen. Unterhalt für Schiffe wird reduziert. Ich muss es demnächst echt mal anfangen, jetzt hier mal eine echte militärische Macht zu werden. So, wir haben einen Vergnügungspalast hier gefunden. Das gegenwärtige, dunkle und leblose Innere der Raumstation schafft eine beinahe die Tatsache zu verbergen. Was? Schafft es beinahe die Tatsache zu verbergen, dass sie als eine Art luxuriöser Vergnügungsort entworfen worden sein muss. Es gibt endlose Reihen rostiger Spielautomaten, hunderte heruntergekommene Bars und Restaurants und tausende von Leichen. Yeah, klingt total nach einem Vergnügungspalast für Freddy Krüger. Man findet überall Tote, teilweise mumifizierte Aliens von mindestens einem Dutzend verschiedener Arten, wovon die meisten um die leeren Fluchtkapselbuchten herum gefunden werden konnten. Kurios. Wir machen aber hier einfach weiter. Ich möchte jetzt hier gerne meine Raumschiffe mal endlich wieder haben. Was macht denn eigentlich meine Schiffe? Ach, der kommt jetzt hier alleine angeflogen, oder? Ihr legt euch jetzt hier mal zusammen. Die haben irgendwie den Weg abgebrochen. Oh oh. Wir sind kurz vor Alarm rot. Wir sind alle tot. So, hier geht's weiter. Das Sternenblütenblatt. Die verlassene Station wurde einst Sternenblütenblatt genannt und war anscheinend vor fast 1000 Jahren ein gefeiertes Luxusressort in diesem Bereich der Galaxie. Eine kleine Flotte von Schleppern zog die Station jedes Jahr an einen neuen exotischen Ort. Aber Vultaumar 4 scheint der letzte davon gewesen zu sein. Aus uns noch unbekannten Gründen wurde die Station in die Atmosphäre des Gasriesen gezogen, wo sie kritischen Schaden erlitt. Ja, wir bleiben bei Kurios, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt, wo diese Mistkekse als nächstes hinfliegen. Die fliegen gerade nirgendwo hin, die gammeln da rum. Es geht weiter, weitere Überreste. Archäologen haben immer mehr versteinerte Überreste im Tal entdeckt und es werden, ach, das ist eine der anderen Sachen, und es werden bislang 26 verschiedene Spezies gezählt, von denen keine auf Gea Gava Prime heimisch war. Jene Fossilien, die ausreichend erhalten waren, um die Todesursache zu bestimmen, weisen alle auf ein physisches Trauma hin, das durch Klingen, Speere und Pfeile verursacht wurde. Kein einziges Exemplar scheint von modernen Projektilen oder Energiewaffen getötet worden zu sein. In der Nähe des Taleingangs wurden die Ruinen einer kleinen Struktur gefunden. Sie scheint aus dem gleichen Zeitraum wie die Fossilien zu stammen. Vielleicht kann diese etwas Licht ins Dunkel bringen. Kurios scheint auf jeden Fall das Wort des Jahres zu werden. So, jetzt habe ich hier einen Arbeitslosen. Keine Ahnung warum. Ich glaube, der fühlt sich nicht wohl. Keine Ahnung warum. Oh Gott, hier geht's schon wieder weiter. Die letzten Tage. Die Archäologen, die am Sternenblütenblatt arbeiten, haben genügend Hinweise gesammelt, um ein einigermaßen klares Bild der letzten Tage der Station zu zeichnen. Ein verirrter Asteroid schlug auf der Station ein und warf sie in eine Umlaufbahn, die sie in die Atmosphäre von
Taumar 4 stürzen ließ. Die stationseigenen Triebwerke konnten dies nicht kompensieren, woraufhin das Kommandopersonal bald darauf eine Evakuierung einleitete. Leider verfügte die Station nur über eine geringe Anzahl an Fluchtkapseln, weshalb schon bald eine Massenpanik ausbrach. Diejenigen, die nicht zu Tode getreten wurden, starben, als die Lebenserhaltung der Station versagte, während sie tiefer in den Gasgiganten driftete. Früher oder später hätte sie wahrscheinlich auch die Gravitation zerquetscht. Wir haben eine unglaublich große Durchbruchschance, ne? Deswegen klappt das hier gerade eben so schnell. Unser Kollege hier ist halt... Ich muss noch mehr von diesen Typen spielen, ey. Also langlebige, hochstufige Charaktere sind schon echt der Knaller. Hier geht's auch so weiter. Ja, versteinerte Überreste. Die Ausgrabungen des antiken Bauwerks in der Nähe des Taleingangs verläuft nach Plan. Es wurden viele Artefakte entdeckt, von denen die meisten Variationen von Jagdwaffen und Trophäen zu sein scheinen. Ein teilweise übersetztes Zeichen, das den Namen der Struktur zu bezeichnen scheint, lautet Tal von Magwell, Jägerloge Primus. Kann es sein, dass ich da den Speer der Jägerin herbekomme? Da gibt es nämlich so ein Artefakt, wenn ich mich nicht irre. So, was machen wir denn hier? Es geht weiter! Gasriese-Anlage. Beim Durchsuchen des Safes, in denen die reichste Kundschaft des Sternenblütenplatz ihre persönlichen Gegenstände aufbewahrt hatte, wurde eine Schatzkiste mit seltsamen Artefakten und Schmuck gefunden. Das ist der Moment gerade eben, wo meine Zunge einfach nicht mehr mitkam mit meinem eigenen Gerede. Das Bemerkenswerteste unter den gefundenen Gegenständen ist das Herz des Pulsaren, eine einzigartige Diamantenkette, die zu ihrer Zeit berühmt war, weil sie von 5 verschiedenen Staatsoberhäuptern getragen würde. Hoffentlich nicht gleichzeitig. So, immerhin gab es nochmal 8 Artefakte und 4000 Credits. Wir haben das Ding wohl einfach vertickt, so wie es aussieht. Nachdem wir es jetzt hier abgeschlossen haben. Verstandene Überreste, es geht noch weiter. Weitere Ausgraben in der Nähe der Jägerloge deuten darauf hin, dass Geagawa Prime und insbesondere das Tal von Magwell als Jagdreserve für die herrschende Kriegerklasse einer interstellaren Gemeinschaft, die als Retarax bekannt war, diente. Die Retarax, eine räuberische Vogelart, sammelten in regelmäßigen Abständen zufällige Individuen aus den vielen unterworfenen unterirdischen Zivilisationen unter ihrer Herrschaft ein. Die Außerirdischen wurden dann in der Wildnis von Magwell gejagt und getötet, gemäß dem Ritualen, die Retarax beherrschten. Diese Traditionen dauerten mehrere Jahrhunderte, bis das Reich schließlich einer nicht weiter definierten Bedrohung von außen erlag. Geht unfassbar schnell. Der hat schon Level 9! Das ist halt... Na, ihr seht, das Gebäude hier kommt gar nicht dazu, irgendwas zu bauen. Ach Gott, sind die hier drin? Mögen sie sich verzischen, sag ich mal. Versuche jetzt hier meine Flotte hier zusammenzulegen. Mich nervt es gerade eben, dass die mir jetzt hier gerade eben die ganze Zeit Stress machen. So, ich baue hier auch nochmal einen Raketenwerfer ein und mache hier noch ein Zielcomputersystem rein. Dann ist diese Verteidigungslinie schon mal gestärkt. Hier mache ich auch nochmal ein Raketensystem rein und auch hier den Zielcomputer, nur für den Fall das. Ich muss mich ja irgendwie schützen vor denen hier. So, jetzt sind die hier zusammen. Legt euch mal zusammen. Und das hätte ich ganz, ganz gerne hier noch die anderen Raumschiffe, die fehlen. So, Plasmatriebwerk ist erforscht. Da habe ich einen kleinen Bonus, aber der reicht mir momentan noch nicht, um mich glücklich zu machen. Rumpfstarke Zerstörer. Ich hätte gerne Antimaterie-Raketen. Ein Beschluss wurde verabschiedet. Und der Disruptor ist da. Tja. Ich
Ich möchte die Gravitationssensoren jetzt mal haben. Was sagen jetzt hier denn meine Kampfwerte? 4,6k, das ist halt immer noch nicht wirklich eindrucksvoll viel. Ich kann jetzt hier, wenn ich will, einen Haufen Geld zum Fenster rausschmeißen, aber ich mach's jetzt erstmal nicht. Ich glaube echt, dass ich jetzt hier einfach mal meine Flotte ordentlich aufpumpen will. So gut's geht. Oh! Da sind sie. Jetzt im Ernst, ich glaube, ich greife sie an. Keine Ahnung, ob ich das jetzt hier gewinne oder ob ich eher hier zerstört werde, aber ich glaube, auf Dauer gewinne ich das. Weil die nerven mich schon so lange, diese Mistviecher. Meine Flotte hat echt einen Sprung weggemacht. Ich fass es nicht. Meine Flotte hat den Scheiß verloren. Oh, wie peinlich. Okay, ja, dann ist es halt so ein Scheiß. So, ich kaufe jetzt hier diese 2.500 und dann ist sie hoffentlich endlich mal gut. Okay, ich muss meine Flotte jetzt tatsächlich hier auf Enoch neu aufstellen. Ich will jetzt hier auch meine das Ding zu einer Sternfestung aufwerten. Wäre echt brauchbar. Oh, Reliktaktivierung. Ja, mächtige Kampfboni, hätte ich mal früher brauchen können. Die Geheimnisse der Vultaum gönne ich mir jetzt hier mal. Unsere Wissenschaftler haben die Arbeit an einem Spezialobjekt aufgenommen, um tiefere Geheimnisse der Vorläufer zu ergründen. So, dann gucke ich gleich mal ins Situationsprotokoll. Aber erstmal nochmal versteinerte Überreste. Archäologen, die Jägerloge ausgruben, sind auf mehrere Hinweise einer legendären Retarax-Kriegerin gestoßen, die nur als die Jägerin, ja, da erinnere ich mich dran, benannt wurde. Sie war anscheinend die effizienteste Mörderin im gesamten Reich und dafür bekannt, Tausende von Aliens im McVale abgeschlachtet zu haben. Es ist unklar, ob dies auf Tatsache der Fiktion beruht, aber die Legende von Retarax zufolge wurde die Jägerin irgendwo im Tal getötet, als sie von der außerirdischen Beute, die sie verfolgt, überlistet wurde. Sie trug angeblich den sogenannten Klinge der Jägerin. Genau, das war die Klinge, nicht der Speer der Jägerin. Und da arbeiten wir jetzt weiter daran. Muss ich gerade eben bloß gucken, dass ich hier meine Truppen hier nochmal wieder zusammenlege. Und die hier repariere. Das hat ganz schön hier gerade eben Zeug gekostet. Schiffsdesigner. Ja, okay, wenn ich mir meine Schiffe so angucke, weiß ich aber auch genau, was hier gerade passiert ist. Wichtige gegossene Metallplatten haben. Nee, ich lasse das so. Und das hier lasse ich auch so. Die mache ich jetzt mal ein bisschen schneller. Gefechtsposten Schwarm. Fortgeschrittener Schwarm. Genau. Dann die Zerstörer. Da mache ich in die Medium-Teile das hier rein. Und hier geht es jetzt auch darum, schneller fliegen zu können. Vorposten. Fortgeschrittener Vorposten. Das könnte ein bisschen was ändern, Leute. So, und jetzt haben wir jetzt endlich hier die Kreuzer am Start. Ich habe das immer gerne so geordnet. Aber ich glaube, die meisten von euch wissen das inzwischen. Das sind jetzt hier nur Laser. Laser sind halt gut gegen Panzerung, aber ansonsten gegen nix. Man könnte die jetzt hier auch zu reinen Disruptoren-Monstern machen fürs Erste. Bis mir irgendwann was Besseres einfällt. Und hier ist auch nur nix Gescheites drin. Naja, ich verbessere den Käse jetzt hier mal. Ich habe in letzter Zeit eigentlich immer ganz, ganz gerne hier Träger drin. Ich mag Träger. Raketen? Wäre natürlich auch eine Idee. Die haben eine große Reichweite. Ich glaube, ich mache das mal tatsächlich so.
Wie viele Hitpoints haben die Dinger eigentlich? Panzerung, also Trefferpunkte 1000. Panzerung momentan 0. Was ist, wenn ich jetzt... Okay. Ja, die Dinger haben hauptsächlich Trefferpunkte. Und da mache ich verbesserte Plattform. Jetzt habe ich diesen Kram endlich mal gemacht. Jetzt kann ich meine Raumschiffe einfach nicht mal upgraden und dann sind sie nicht mehr ganz so peinlich. Ja, die haben halt echt also kein gutes Bild gerade eben hier abgegeben. Also so gewinnt man keine Schlacht. Bei dem, was wir jetzt hier gerade eben erleben durften. So, die Raumschiffe sind repariert. Jetzt werden die überlebenden Raumschiffe hier mal abgegradet. Die von denen haben halt echt ganz schön heftig kassiert. So, Antimaterie-Raketen sind schon durch. Ich glaube, ich gehe direkt auf die Weltraumtorpedos. Da kann ich die Plattform nämlich nochmal ein bisschen verbessern. Hier fehlt mir jetzt wieder eine ganze Menge, weil ich meine Raumschiffe gerade eben upgrade. Und ansonsten scheint das hier immer noch sehr, sehr still zu sein. Die mögen mich, das ist okay. Meine direkten Nachbarn. Und die Fox hier sind mir jetzt militärisch sogar überlegen. Aber ich glaube nicht, dass es reichen würde, um mich anzugreifen. Wir haben die Gravitationssensoren jetzt hier erforscht. Oh, ich kann direkt auf den zweiten Disruptor gehen. Dann mache ich das glatt mal, weil einen besseren Disruptor als den gibt es ohnehin nicht. Und ich finde den bis ins Endgame geil. So, die Klinge der Jägerin. Nachdem sie das Tal von Magwel sorgfältig nach Spuren der legendären Jägerin durchkämmt hatten, kannten die Archäologen endlich die letzte Ruhestätte. Ihr versteinertes Skelett wurde im Kampf mit den Überresten eines großen gehörnten Insektoiden gefunden und ihre Krallen umklammerten noch immer den Griff eines perfekt erhaltenen Schwertes. Dies muss die Klinge der Jägerin sein. Die Waffe besteht aus einem unbekannten Material und ist scharf genug, um durch unsere stärksten Panzerungen hindurchzugleiten. Ich bekomme das Relikt. Und damit ist die Grabung hier abgeschlossen. Und ich schaue mir jetzt hier mal dieses Relikt an. Also, wir bekommen passiv plus 25 Moral für Armeen, Sensorreichweite plus 2 Planetar, was extrem gut ist. Ich sehe also sehr weit. Hinzufügung der Modifikation Klinge der Jägerin führt für plus 25% mehr Lichtgeschwindigkeit. Und dann noch mit dem hier zusammen. Also ich kann jetzt einen richtigen Boost an Kampfboni raushauen, falls es notwendig wird. Falls, wohlgemerkt. Hier arbeitet der jetzt hier auch wieder nicht richtig. Was will ich denn jetzt hier noch machen? Bin überlegen. Schreckenslager. Ach, wie süß. So sieht das Ding übrigens aus. Bringt mir Starterfahrung für Armeen. Weil die haben ja schon im Leben getrainiert. Jetzt trainieren sie im Tode. Deswegen sind sie jetzt noch besser. Nekromanten machen aus Konsumgütern Physik und Sozialforschung und Flottenkapazität. Glaube aber, dass ich das eher auf meiner Hauptwelt haben will, auf Enoch Prime. Hier fehlen mir halt noch 2 Pops, um daraus etwas Sinnvolles machen zu können. Frage ist halt, Sinnungsattraktivität, Spiritualismus, ob ich das hier halt brauche noch. Ich verbrauche so viele Konsumgüter. Wisst ihr was? Ich ersetze das jetzt hier einfach. Ich tue jetzt mal den Spiritualismus zum Teufel jagen. Wir sind ohnehin schon fanatisch spiritualistisch. Das macht die Sache gerade eben echt nicht besser. Mhm. Das hier kann noch verbessert werden. Ja, Flotte. Jetzt kann ich aber die Flotte tatsächlich neu aufstellen, jetzt nachdem ich ein paar Schiffe eingebüßt habe. Das ist manchmal gar nicht so doof. Da reichen theoretisch echt 20. Jetzt habe ich hier auch 20 und jetzt hole ich halt noch ein paar Kreuzer dazu. 10 Stück. So. Ich warte immer noch darauf, dass es hier weiter aufwärts geht. Konsumiere immer noch für Forschungsabkommen, für Wirtschaftsabkommen und für Defensivabkommen.
Mit wem? Das weiß ich gerade eben nicht mehr. Ich will nochmal die Naniten ausgeben für noch mehr Forschung. Das mache ich jetzt dann doch endlich mal. Keine Lust mehr zu warten. Und die wollen jetzt von mir. Ja, die erpressen mich jetzt hier, diese miesen, miesen Marodeure. Ich gebe ihnen Mineralien. So. Meine Verteidigungsanlagen hier haben sich schon mal gut entwickelt. Bis auf die Legierungen, die fehlen mir momentan halt noch so ein bisschen. Hier will jemand nicht so richtig arbeiten. Was will ich denn eigentlich hier raus machen? Ich meine, ich könnte es ein Bollwerk draus machen, aber das bringt mir nicht so richtig was. Wo ist denn Hark Prime nochmal? Da muss man natürlich auch sich überlegen, ob das ein Ort ist, wo das Sinn macht. Es wäre ein Ort, wo es Sinn machte, wenn dieser Ort, wenn wir nämlich das hier oben alles verlieren sollten durch einen Angriff, wäre Hark Prime ein Ort, der sehr gut verteidigt werden kann. Weil da kann der Gegner nicht weiterfliegen. Nekromanten, Starterfahrung, Armeen. Ich mache ja auch ein Schreckenslager hin. Und danach dann noch Bunker und so weiter und so fort. So. Diese Mistviecher sind übrigens immer noch da. So gesehen hier meine kleinen Jäger oder Korvetten hier wieder voll zu bekommen. Ich bezeichne sie immer ganz, ganz gerne als Jäger, weil sie mir immer wieder so vorkommen wie Jäger. Aber es ist deutlich größer als ein Jäger. Die muss ich mir eigentlich auch mal holen. Ich sehe jetzt weit genug, um genau zu sehen, was sie da treiben. So, wir haben die Weltraumtorpedos erforscht. Autokanonen, muss ich ganz ehrlich sagen, mag ich nicht wirklich. Ihr seht nämlich warum, wegen dem reduzierten Panzerungsschaden. Ich finde das schrecklich. Also ich meine, irgendwann mal hole ich mir das dann doch, aber in der Regel finde ich das eher schrecklich. So, es geht's hier schon los. Die ersten sind schon arbeitslos, ne? Deswegen ist es gut, dass ich das jetzt hier gerade eben ausbaue. Das liegt halt daran. Ah, das ist ein Blutsack, der hat keinen Job. Das ändern wir. Hier, das ist auch ein Blutsack. Das können wir auch ändern. Das hier ist ein Weltraum, garantiert kein Weltraumvampir. Das ist ein Geagava Prime. Wo war denn das nochmal? Das hat keine besonders große strategische Relevanz hier. Spezialprojekt bitte untersuchen. Da ist ja noch ein Spezialprojekt. Okay, dann. Ich bin echt am Überlegen, ob ich daraus nochmal so eine Zivilwelt machen soll, aber. Eigentlich eher erstmal so ein Energienetz. Sieht nämlich für mich so aus, als ob ich das daraus mache. Also, wir sind jetzt an diesem Punkt, wo das Spiel halt anfängt, ein bisschen kniffliger zu werden. Oh Gott. Mining-Viecher. Boah, jetzt ist aber auch mal gut, ey. Ist echt mal gut. Jetzt mache ich die weg und jetzt mache ich das da auch noch weg und dann haben wir das Thema endgültig hinter uns. Darf ich einfach überhaupt nichts machen, ey, wegen diesen miesen kleinen Drecksviechern. So, Archäologie abgeschlossen. Nochmal ein weiteres Vultaum-Artefakt geborgen. Was ich witzig finde, weil ich habe die Heimatwelt ja schon gefunden. So, jetzt ist gut. Erledigt. Fliegt nach Hause. Du machst jetzt deinen Job hier. Spezialprojekt. Spezialprojekt und du machst einfach Bergbaukram zu Ende.
Ach, ich fordere. Oh Gott, ich kann das hier nicht machen, weil das. Ich kann die 13 Energie nicht abbauen, weil ich damit auch noch versehentlich das hier abbauen würde. Aber das kann ich doch nicht, weil mir die Tech fehlt. Das ist jetzt echt lame. Das ist jetzt echt lame, Leute. Aliens so. Nee. Brauche ich gerade nicht. Mehr Schaden für meine Armeen hätte ich gerne. Experimentelle Subraumnavigation ist nichts, was ich jetzt so dringend brauche. Wir holen uns den Röntgenlaser. Und wir machen beim nächsten Mal dann weiter, liebe Leute. Macht's gut, bis dahin. Schöne Zeit, ne? Tschüss und Ade.